Klubobmann Günther Leichtfried zog in seiner Pressekonferenz in St. Pölten Bilanz über die letzten 5 Jahre der SPÖ-Landtagsfraktion und präsentierte beeindruckende Zahlen über die Aktivitäten der 15 Abgeordneten im niederösterreichischen Landtag. Es waren sehr anstrengende, sehr schwierige, sehr arbeitsintensive Jahre. Ja, es ist so, dass die Anträge, die wir gestellt haben, nur zu einem geringen Prozentsatz sozusagen von der ÖVP akzeptiert worden sind oder durch ihre eigenen Anträge immer wiederum auch ersetzt worden sind. Insgesamt wurden von unseren rund 260 Anträgen, die wir im Laufe dieser Periode gestellt haben, nur 24 Anträge von der ÖVP mitgetragen und mitbeschlossen. Alle anderen wurden letztendlich abgelehnt, während im Gegenzug wir von der SPÖ bewiesen haben, dass wir sehr wohl für die Gemeinsamkeit stehen, für die Zusammenarbeit stehen, unsere Verantwortung als Regierungsfraktion und als Landtagsfraktion für das Land und für die Bevölkerung sehr wohl wahrnehmen und haben ÖVP-Anträge im Gegenzug mit rund 83% unterstützt. Das zeigt, dass wir sehr wohl sehr selektiv entscheiden, wo wir die Unterstützung geben und wo nicht. Aber ich denke, dass unsere Position und unser Weg, den wir am Beginn dieser Periode festgelegt haben, nämlich hart in der Auseinandersetzung zu sein, wenn es darum geht, die Bevölkerung vor Schaden zu bewahren, das Land vor Schaden zu bewahren, aber andererseits natürlich sehr konsensual zu sein, nämlich auch konsensbereit zu sein und die Hände zu reichen, dort wo wir glauben, dass es Sinn macht, wo gemeinsam Gutes für die Zukunft geschaffen wird. Wir haben beides bewiesen in dieser Periode und sind überzeugt, dass das auch von der niederösterreichischen Bevölkerung auch so honoriert werden wird. Und ich hoffe daher, dass es für uns am Wahlabend, nämlich am 3. März, ein gutes Ergebnis sein wird. Ein gutes Ergebnis ist es dann, wenn die absolute Mehrheit der ÖVP gefallen ist und wir gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen. Dann ist es nämlich möglich, eben letztendlich unsere Positionen in ein noch verstärkterem Ausmaß einzubringen wie in der Vergangenheit. Und wir sind vor allem und werden uns vor allem dafür einsetzen, dass in den nächsten Jahren, der nächsten Periode, tatsächlich wieder eine andere Form der politischen Kultur eintreten wird, nämlich indem man den Andersdenkenden Respekt zollt, mit ihm diskutiert und letztendlich gemeinsame Konzepte arbeitet zum Wohle des Landes und zum Wohle der Bevölkerung.